Am Stützpunkt separieren wir ein bisschen zwischen Krafttraining und Athletiktraining. Das sind für uns unterschiedliche Sachen. Krafttraining ist das, was im Kraftraum stattfindet, und Athletiktraining ist das, was in der Halle stattfindet. Athletiktraining ist etwas näher angelegt an das, was Volleyball ist. Wenn man da eine Viertelstunde beim Aufwärmen für athletische Inhalte verwendet, anstatt die Sportler 5 Runden laufen zu lassen und sie irgendwie rumliegen zu lassen, kann man schon einmal viel mit der Zeit gewinnen. Und ein Viertelstündchen ist schon ausreichend, um irgendwas für Core oder für Schultern zu machen. Selbst für Sprungkraft kann man in der Zeit schon was machen. Ist natürlich schwierig, was ist noch Erwärmung, wann geht es mit Athletiktraining los und ist das ein fließender Übergang? Für mich ist es im Prinzip das Gleiche. Man kann nur nicht mit dem maximalen Sprüngen anfangen, ohne davor aufzuwärmen. Also ist der Moment, wann ich es anbringe, eher ein bisschen abhängig davon, was so in meinem Training geplant ist. Gewisse Sachen würde ich am Ende machen, aber Sprint und Sprung ist was Schnellkräftiges, das darf ich nicht machen, wenn ich völlig ermüdet bin. Also nach einem ganz harten Training mit ganz vielen Sprüngen und Sprints ist es nicht ganz sinnvoll, am Ende noch ein Sprungkrafttraining zu machen. Okay, dann sind Sie schon ermüdet und ich kann da vielleicht nochmal einen Akzent setzen, aber wenn ich irgendwas Maximales haben will, dann müssen Sie noch relativ frisch, also unermüdet sein. Und da muss ich einfach das Fingerspitzengefühl haben und das anpassen, wann es reinpasst. Im Prinzip Core-Übungen, Schulterübungen, alles mit langsamen, gleichmäßigen Bewegungen kann ich ganz am Anfang machen. Wenn ich im Anschluss irgendwas Schwingendes mache, also Schwunggymnastik, Laufschule etc., kann ich im Anschluss daran eigentlich schon sprinten und springen. Und dann bin ich vor dem Training mit einem kleinen Athletikblock und kann theoretisch am Ende noch einmal was machen, wenn ich Zeit habe oder Bock drauf habe. In den Trainingseinheiten, die ich bisher gesehen habe bei euch, also generell so, die Spieler kommen zum Training und fangen im Grunde individuell jeder für sich an, so ein paar Kleinigkeiten zu machen, jeder auch was anderes, bevor das eigentliche Mannschaftstraining losgeht. Aber das ist schon Teil des Erwärmens bei euch, ne? Wir wollen die Spieler erziehen, dass wenn sie kommen, und die haben unterschiedlich Schule aus und können unterschiedlich da sein, nicht alle auf die Minute genau unter Umständen, dass die selbst anfangen und an ihrem Körper arbeiten mit den kleinen Problemen, die sie haben. Und es ist auch oft der Fall, gerade in kürzeren Trainingseinheiten, dass ich sage, okay, ihr habt jetzt 7 Minuten, eure Zeit. Und dann sollte im Prinzip jeder so sein eigenes Ding machen. Das ist auch nicht immer der Fall und es ist schwierig, bis man mal von einer Mannschaft, in dem Fall habe ich 14 Sportler, jeden durch hat und dem erklärt hat, welche Übungen denn gut für ihn wären, ist er schon wieder die Hälfte der Saison irgendwie vorbei. Und dann ändert sich das ja, weil er plötzlich andere Probleme hat, dann fängt man im Prinzip von vorne an. Aber ja, die sollten selbst anfangen, selbst was machen und das sollte schon auf ihre Schwachstellen sein. Du hast es selbst gesehen, das, was die meisten machen, ist sich hinlegen und rollen, wenn wir Glück haben. Damit ist nichts falsch. Aber mir wäre fast lieber, wenn diejenigen, die Schulterprobleme haben, als erstes das Theraband nehmen und damit anfangen. Und wenn der irgendwo seine Rückenwehwehchen hat, als erstes irgendwie die Dehnübungen macht, die er machen sollte. Oder Mobilisationsübungen.